Herr Obmann, vielen Dank, dass Sie mich hier empfangen. Vielen Dank auch für den Abholservice heute. Gerne. Müll ist ja etwas, das Menschen oft mit dem Ende eines Ablaufs assoziieren, sage ich jetzt mal, aber man kann ja Müll auch im Kreislauf denken. Welche Rolle spielt denn Müll und Wasserstoff in einem zukünftigen Energiekreislauf? Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe hier mal ein Schaubild mitgebracht. Das Müllfahrzeug holt den Abfall in den Sammelrevieren ab, fährt ihn in die Verbrennungsanlage. In der Verbrennungsanlage wird Energie erzeugt. Mit der Energie erzeugen wir Wasserstoff. Der Wasserstoff wird dann in der Müllverbrennungsanlage hergestellt und der Müllwagen dankt seinen Wasserstoff wieder in der Verbrennungsanlage. Das heißt also, er bringt seinen eigenen Müll, aus dem wieder Energie gewonnen wird, um sein Fahrzeug am Laufen zu halten. Warum ist Wasserstoff so gut geeignet für Müllfahrzeuge? Da ein Müllfahrzeug jeden Tag ein Stop-and-Go hat, das heißt also, man lädt ungefähr 1000 Gefäße, das heißt 1000 Mal anhalten und 1000 Mal bremsen. Wir haben in dem Fahrzeug eine Reperkussion eingebaut, das heißt also 40% der Energie, die das Fahrzeug benötigt während der Sammlung, wird aus der Bremsenergie gewonnen. Und deshalb ist also ein Müllfahrzeug hervorragend eigentlich dafür geeignet, einen Wasserstoffantrieb zu nutzen. Das heißt, das Müllfahrzeug hat beides, eine Batterie und einen Brennstoffzellenantrieb. Können Sie das noch erläutern? Wie stehen die beiden im Verhältnis zueinander und warum ergänzen die sich so gut in dem Fahrzeug? Das kann ich Ihnen kurz erklären. Und zwar haben wir eine Modulbauweise. Das heißt also, jeder Blue Power, ob er elektrisch oder mit Wasserstoff betrieben wird, hat grundsätzlich ein Batteriepaket von 85 Kilowattstunden im Fahrzeug verbaut. Diese sitzen dort, wo früher der Motor saß. Und diese Batterien werden dafür genommen und hergenommen, wenn das Fahrzeug sammelt, wird ausschließlich die Energie aus den Batterien genutzt. Letztendlich, wenn man merkt, die Batterien werden leer, würde sich automatisch die Brennstoffzelle zuschalten und Energie erzeugen und diese Batterien wieder aufladen. Und ich muss die Frage einfach stellen, aber warum verdoppeln Sie dann nicht einfach die Batterie? Was macht den Wasserstoff notwendig im Müllfahrzeug? Um das Fahrzeug einen kompletten Tag am Laufen zu halten, das heißt also zwei Sammeltouren, zweimal entleeren, müssten wir um die 220 bis 250 Kilowattstunden Energie in Batterien mit transportieren. Das heißt, unsere Nutzlast von heute 10 oder 11 Tonnen würde zurückgehen auf 8,5 bis 9. Das heißt aber auch wieder im zweiten Schritt, man würde die Touren, die heute abgefahren werden, nicht mehr im gleichen Zeitraum fertig bekommen und man müsste die Touren komplett verändern oder man müsste in dem Sinne eine dritte Tour noch fahren, was zeitlich an einem Tag schlecht möglich ist. Sie haben ja einen Datensammler, so nennen Sie den, glaube ich, der erst zum Kunden fährt. Können Sie nochmal erläutern, wie Ihr Konzept ist, damit der Kunde wirklich ein für ihn passendes Fahrzeug bekommt am Ende? Dieser Datensammler ist ein herkömmlich konventionell angetriebenes Müllfahrzeug, das mit Datentechnik und Messtechnik ausgerüstet ist. Dieses Fahrzeug würde in das Revier reinfahren, wo später unser Blue Power fahren soll, und würde dann 14 Tage in diesem Revier fahren und würde alle Minute alle Daten, die dort aufgenommen werden, hier hoch zu uns auf einen Server schicken. Nach Beendigung, nach 14 Tagen dieser Tour, werden wir die ganze Tour aus und können dem Kunden so also ein klippenklares Bild machen und können sagen, für das Revier, um das abzufahren, brauchen wir so viel Brennstoffzellen und brauchen so viel Wasserstofftanks. Gibt es da schon erste Daten, die Sie gewonnen haben, und können Sie schon sagen, wie gut Ihre Konzepte zu dem passen, was die Kunden da brauchen? Bei 50 Kunden haben wir 50 Touren gefahren und in der Anfangsphase, muss ich sagen, war ich auch etwas überrascht, weil ich immer davon ausgegangen bin, wir haben ja auch Reviere, die einen sind flach, wie hier oben in Niedersachsen, oder wir haben Berge wie in Bayern oder auch in den Städten wie Stuttgart und Wuppertal, und wir sind das alles abgefahren und müssen eigentlich heute sagen, dass wir zu 95% mit einer Brennstoffzelle klarkommen. Jetzt muss ich aus Tankstellensicht einfach nochmal genauer nachfragen. Was wird die häufigste Konfiguration sein, was den Tank betrifft? Also aus heutiger Sicht müssen wir sagen, also wir liegen ungefähr bei zwischen 4 und 5 Wasserstofftanks im Durchschnitt, die jedes Fahrzeug dran hat. Wie viel Kilo sind es dann? Also wir haben in 8 Tanks bekommen wir 16,8 Kilo Wasserstoff unter. Und wenn es dann die Hälfte ist, dann sind es eben 8 Kilo, die wir da unterbringen. Noch ein Blick in die Zukunft. Sie werden einige Trucks dieses Jahr schon produzieren. Wie viele dieses Jahr, nächstes Jahr, und wie ist dann der weitere Hochlauf geplant? Also von unserer Seite aus werden wir dieses Jahr noch 20 Stück fertigen. Diese 20 Fahrzeuge sind auch verkauft an die verschiedensten Städte in Deutschland. Wir werden in 2021 unser
Maximum noch erstmal nicht erreichen, aber wir denken, dass wir da bei 100 und 120 Fahrzeuge liegen und ab 2022 starten können, also in eine gesicherte Fertigung von 200 bis 400 Stück, je nachdem natürlich, wie die Auftragslage ist. Herr Obmann, das Fahrzeug, das mich vorhin abgeholt hat, sieht ja wunderschön verpackt aus von außen, aber von der Technik sieht man nicht viel. Darf ich mir das mal anschauen? Gerne. Wissen Sie was? Wir gehen einfach mal in die Produktion. Oh ja. Herr Obmann, was sehen wir hier? Kehrmaschine oder Müllsammler? Hier sehen wir ein Abfallsammelfahrzeug. Worin liegt jetzt die Kernkompetenz von VN? Also das Fahrzeug hier, der Daimler-Benz Econic, den bekommen wir vom Werk Wörth ohne Motor, ohne Getriebe und ohne Antriebsstrang. Das heißt also, wir haben nur das Fahrgestell und wir haben nur dieses Fahrerhaus. Und alles andere, was Sie hier sehen, die Wasserstofftanks, die Elektromotoren, die Einbauten, das ist alles Technik von VN. Was war die größte Herausforderung, die Ihr Team gelöst hat beim Aufbau dieses Fahrzeugs? Ich sag mal, also das ganze Fahrzeug war eine Herausforderung eigentlich. Egal was es war, mussten viele Sachen erfunden werden, gerechnet werden. Und wir haben hier also schon eine mannstarke Ingenieurstruppe, die dieses Fahrzeug entwickelt hat. Herr Obmann, ich habe gerade mit halbem Auge dahinter Ihnen einen LKW vorbeifahren sehen, auch ein Abfallsammler. Da stand ganz groß drauf, batterieelektrischer Antrieb. Ist das die hausinterne Konkurrenz oder genauso komplementär, wie wir es gerne auch insgesamt im Verkehr sehen? Nein, das ist nicht die hausinterne Konkurrenz. Aber aus unserer Sicht und aus dem, was wir bis heute an Daten aufgenommen, an Gesprächen geführt haben, gehen wir aus, also dass für 95% der Bedarfe eigentlich nur die Brennstoffzelle in Frage kommt. Herr Obmann, ich sitze in Berlin, da sitzt auch Edge Mobility, deshalb interessiert mich natürlich besonders, kommt denn auch ein Fahrzeug nach Berlin? Ja, es kommt auch ein Fahrzeug nach Berlin, aber nicht nur eins, es kommen sechs. Die sind letzte Woche bestellt worden. Wir werden diese Fahrzeuge auch noch in 2020 ausliefern. Und das ist natürlich auch für uns ein Riesenerfolg, wenn die ersten Fahrzeuge eben mit Wasserstoff auch in der Bundeshauptstadt Berlin fahren. Dann lassen Sie uns jetzt zur BSR fahren, nach Berlin. Das machen wir, Herr Obmann. Meine Tochter ist gerade in einem Alter, in dem sie gerne Rätsel löst. Heute Morgen kannte sie die Antwort allerdings nicht. Ich bin sicher, Sie kennen sie. Was ist denn außen orange und innen grün? Also das Bild der BSR ist natürlich geprägt, jetzt bei den Fahrzeugen, aber auch bei unseren Mitarbeitern durch die Farbe orange. Wir haben das Fahrzeug nach wie vor in orange, aber zunehmend findet sich auch mal so eine grüne Silhouette. Und die grüne Silhouette ist das Symbol dazu, dass es sich hier um ein Fahrzeug mit alternativen Antrieben handelt, um Elektrofahrzeuge oder dann auch ein Elektrofahrzeug dann mit Brennstoffzellenunterstützung. Das ist das Markenzeichen. Und das zeigt auf, ja, wir werden auch zunehmend grüner. Der Wasserstoff hat ja eine Geschichte mit der BSR, die sogar noch älter ist, habe ich erfahren, als die Geschichte von Ihnen, Herr Wühlhorst, bei der BSR oder zumindest in der Position. Wie ging das denn los 2011, 12 mit Wasserstoff und der BSR? 2011 ging es los, da hat man die ersten Überlegungen mit der NOW zusammen, ob wir nicht mal ein Auto bauen, das mit Wasserstoff funktioniert. Und wir haben zur damaligen Zeit das erste wasserstoffangetriebene Müllfahrzeug entwickelt und gebaut. Das Auto ist auch hier 2 Jahre gelaufen und es gibt auch wissenschaftliche Ausarbeitungen darüber, die man lesen kann. Und das war schon ein ganz tolles Projekt eigentlich. Und von dem Meilenstein zu heute, was sind heute die ausschlaggebenden Gründe für Sie, sich für Wasserstoff im Müllsammelfahrzeug zu entscheiden? Also damals war es sicherlich eine Pilotierung, auch unter technischen Aspekten, und die haben wir auch gerne unterstützt. Der Schritt, den wir jetzt gehen, der läuft unter anderen Randzeichen. Wir machen hier, ja, in gewisser Weise testen wir auch ein Ausrollen einer anderen Technologie, aber ganz klar unter dem Leistungsparameter ansprechen. Das heißt, das Fahrzeug muss 11 Tonnen können, das muss die Reichweiten erfüllen, dass dafür den Müllwerker überhaupt keine spürbare Einschränkung mit sich bringen. Ich stehe heute hier als Moderator, weil mich das Thema interessiert und wir gerne das Thema zeigen wollen, aber auch als Vertreter eines Partners, der für Sie wichtig wird.
Wie wichtig ist denn das Tanken für Sie von Wasserstoff und ganz insbesondere das Tanken an öffentlichen Tankstellen? Also über Wasserstoff reden alle, ja, in der Politik, die Bürger und sehen es auch als mögliche Variante. Das, was jetzt in der Infrastruktur bezüglich der Wasserstofftankstellen im Fokus war, waren PKWs. Und wir bringen jetzt den Aspekt rein, dass wir auch einen wertvollen Einsatz gerade auch im Nutzfahrzeugbereich sehen. Wir haben uns bei H2 Mobility schon darauf eingestellt und unsere Strategie ist ganz klar, an öffentlichen Tankstellen das, was dort tanken möchte, in Zukunft auch bedienen zu können. Das heißt, neben PKW zusätzlich auch mittlere und irgendwann auch schwere Nutzfahrzeuge. Und deshalb sind wir gut unterwegs, sage ich mal, auf die ersten Fahrzeuge vorbereitet zu sein. Sie werden 6 Fahrzeuge bekommen im ersten Anlauf. Wie viele Fahrzeuge betreiben Sie denn insgesamt? Wir haben Fahrzeuge von der Kleinkernmaschine bis zum Abfallsammelfahrzeug. Für die ganz verschiedensten Einsatzzwecke, für einen Sommereinsatz, für einen Wintereinsatz. Und achten darauf auch, dass wir bei den Fahrzeugen sehr flexibel im Einsatz sind. Wir haben eine Flotte, die ist über 1700 Fahrzeuge stark. Sind Sie denn im Plan, Herr Obmann? Ja, also wir freuen uns sehr, dass wir diese 4+2 Autos hier in Berlin liefern dürfen. Wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir also jetzt hier auch eine Technik am Markt bringen, die funktioniert und die auch eine kleine Revolution, glaube ich, auf unseren Entsorgungsmarkt geben wird. Herr Wühlhorst, Herr Obmann, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich wünsche Ihnen bei der Auslieferung, bei der Fertigstellung, beim Einsatz und uns dann beim Betanken viel Erfolg und freue mich auf die erste Betankung hier in Berlin. Ich hoffe, der Beginn einer erfolgreichen Partnerschaft. Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal oder folgen Sie uns auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Tschüss und bis bald.